Zur Seite, Scharfstellpuppe. Articulation Maps nur für Key Switches zu nutzen, ist ungefähr so, als darf man in einen Burgerladen gehen und dort nur Salat fressen. Also da geht heute viel, viel mehr. Und natürlich kann ich die auch dafür nutzen, um lästige Key Switches zu ersetzen. Einfach ein paar Bahnen ziehen, die farbig leicht erkennbar und beschriftet sind. Viel eindeutiger, als sich zu merken, was zum Beispiel so ein FIS 1 macht. Oder mal eben schnell die Tonart ändern, ohne in dieser komponieren zu müssen. Das alles geht mit Cakewalks, Articulation Maps und noch viel mehr. Wie zum Beispiel die Funktion, die euch Zugriff auf so gut wie jeden Akkord gibt, den zugibt. Jahudi, hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Jeder von euch, der mit VST-Instrumenten arbeitet, hat sie schon mal benutzt. Key-Switches sind Noten, die keinen Klang erzeugen, dafür aber den Klang verändern. Bei diesem Bass hier werden in diesem Bereich die eigentlichen Töne abgespielt und klingt so. Der Bereich hier unten sind Key-Switches, die den Klang abändern. Und dann klingt das so. Eigentlich ganz geil, hat aber Nachteile. Will ich die Tonhöhe des Clips ändern, darf ich Key-Switches nicht mittransponieren. Für die, die sich fragen warum, keine Angst, das klären wir gleich. Außerdem muss ich mir umständlich merken, was welcher Key-Switch macht. Und dafür gibt's in Cakewalk die Articulation Maps. Einmal eingerichtet kann ich easy Key Switches setzen und muss mir dabei nicht mal mehr die Notennummer merken, sondern nur den Namen, den ich vergeben habe. Und vielleicht die Farbe. Löschen wir also den Dreck hier mal weg und machen uns die in schön beschriftet und bunt. Im eigenen Menü Anzeige, Artikulationsbereich ein- und ausblenden, mach mal einen Haken rein. Das macht diese Spur sichtbar, die Artikulationsspur. Bevor wir aber da was reinschreiben, müssen wir uns erst ein paar Artikulationen anlegen. Das macht ihr für jedes VST-Instrument nur ein einziges Mal und dann wollt ihr das sowieso nie wieder anders. Und für diejenigen, die überhaupt keinen Bock auf manuelles Anlegen haben, habe ich später auch eine Lösung. Legen wir uns mal eine Map an. Wieder über Anzeige, dieses Mal Artikulationsmap bearbeiten. In diesem Fenster gibt es jetzt mehrere Bereiche. Hier alle globalen Maps. Dazu kommen wir gleich. Hier alle Maps, die zum aktuellen Projekt gehören. Die kann ich übersichtlicherweise in verschiedene Untergruppen einsortieren. Und hier kommen sie rein, unsere Artikulationen. Quasi Anweisungen, was denn für ein MIDI-Event ausgelöst werden soll. Zuerst erstelle ich mit dem Plus eine neue Map und gibt ihr einen Namen. Ich nenne es mal NE Prime Bass, so heißt übrigens das VSTi, das ich nutze, und der Name sollte schon auch passend sein. Nicht sowas wie Map 1 oder so. Was und wie viele Untergruppen ihr anlegt, bleibt eurer Logik / Organisation überlassen. Jede Untergruppe erzeugt dabei im Artikulationsbereich eine unabhängige Spur. Mein Bass hat zum Beispiel mehrere Spielmodi, bei der ich den Modus Melody nutze. Und so nennen wir auch die erste Gruppe, indem wir einen Doppelklick drauf machen. Da drin kommen also alle Switches rein, die für den Melody-Modus relevant sind. Welche das sind, erfahre ich hier in meinem VSTi-Interface. Spiele ich zum Beispiel die Note C1 kurz an, wechselt das VST seine Spielweise in Open. Spiele ich die Note Cis1, erklingen alle darauffolgenden Töne so, als würde man mit der Spielhand die Saiten abdämpfen. Muted. D1 wechselt zu Flageolet und Dis1 lässt uns slappen. Und die legen wir uns jetzt mal an. Dazu klicken wir unter Artikulation auf das Plus und vergeben auch gleich den passenden Namen per Doppelklick. Auch können wir eine eigene Farbe vergeben und wie lange das Event gespielt werden soll. Per Standard sind es 120 Ticks und somit eine 32. Note lang.
können wir aber später noch viel, viel flexiblerer definieren. Was Cakewalk denn so machen soll, wenn wir diese Artikulation ausführen, definieren wir hier. Das machen wir, indem wir bei den MIDI-Events auf das Plus klicken. Jetzt kommt dieser Eintrag und hier können wir das MIDI-Event unglaublich genau definieren. Bei Kind geben wir an, um welchen Typ es sich handelt. In unserem Fall soll eine Note gespielt werden, aber es geht auch so gut wie alle anderen Arten von MIDI-Events. Bei Chen für den MIDI-Channel, also Kanal, lassen wir auf Follow. Dann hängt es sich immer an den Kanal, der im Track definiert wurde. Ansonsten wählt ihr einfach den gewünschten Kanal hier aus. Wir brauchen eine Note. Dazu wählen wir uns hier C1 aus. Stopp! Im VST steht C1, wir brauchen bei Cakewalk aber C3. Manche VSTs haben nämlich einen anderen sogenannten Notenmittelpunkt, als wir in Cakewalk verwenden. Merke ich mir in diesem Fall halt immer plus 2 Oktaven. Kriege ich grad noch hin. Übrigens dann wieder so ein Blödsinn, den ich mir nicht mehr merken muss, nachdem ich mir dafür eine Articulation Map angelegt habe. Also hier in diesem Fall C3. Ist die Anschlagstärke relevant, kann ich diese von 0 bis 127 definieren. Die gespielte Note soll sich natürlich nicht mitverschieben, wenn ich den Track transponiere, also lasse ich das Feld leer. PlayAd bietet weitere Möglichkeiten, wie das Event abgespielt werden soll. Sehen wir uns dazu mal die Events in so einer Artikulationsspur an. So eine Artikulation wird als Blob dargestellt, wie in der Pianorolle auch, und hat wie eine MIDI-Note einen Anfang, ein Ende und halt eine bestimmte Länge. Habe ich Start ausgewählt, wird das Event am Anfang ausgelöst, und zwar so lange, wie ich es hier definiert habe, also 120 Ticks. Mit End wird das Event am Ende der Artikulation gesendet. Ebenfalls 120 Ticks lang. Both löst das Event am Start und am Ende aus, also zweimal. Mit Duration wird die definierte Dauer ignoriert und die Note wird beim Start ausgelöst, gehalten und erst beim Ende dieses Balkens losgelassen. Dann haben wir den Chase Mode und da wird es interessant, wenn man die Wiedergabe mitten im Projekt startet. Habe ich Note gewählt, wird das Event auch dann getriggert, wenn ich die Wiedergabe mitten im Event starte. Wichtig ist nur, dass der Abspielkopf im Bereich der Artikulation liegt. Dann schielt nämlich Cakewalk zurück und führt den verpassten Keyswitch trotzdem aus. Noten verhalten sich bei Cakewalk übrigens genauso, by the way. Ist euch das schon mal aufgefallen? Starte ich meinen Song hier, also wo wir mitten in der Note sind, erklingt sie trotzdem. Wähle ich jetzt aber Full aus und starte die Wiedergabe, sieht Cakewalk vorher direkt an den Anfang und löst alle Events der Reihe nach aus bis zu unserer aktuellen Position. Somit startet das Instrument auch mitten im Projekt mit der richtigen Artikulation. Wieder ein Grund mehr für diese Articulation Maps. So ist die Artikulation aber fertig eingerichtet und zu diesem MIDI-Event-Umwandelfilter kommen wir übrigens gleich. Der ist nämlich ganz anders krass. Zusätzlich noch zu den ganzen anderen vorgefertigten Maps, die es gibt. Machen wir jetzt erstmal die anderen fertig. Wenn ich eine weitere Artikulation anlegen will, kann ich auch mit einem Rechtsklick diesen Eintrag duplizieren. Dann noch entsprechend umbenennen, anders bunt und den Wert abändern. Das gleiche mache ich mit den restlichen Artikulationen. Die erste Note soll open gespielt werden und diese Info braucht das VST-Instrument immer ein bisschen vorher. Eine 32. Note reicht vorher schon vollkommen aus, aber bitte nicht zur gleichen Zeit. Da kann ich jetzt mit Klicken und Ziehen einen Eintrag erstellen und dann kommt auch schon ein Menü, wo ich die entsprechende Artikulation auswählen kann. Die Note soll gemutet gespielt werden, dazu kann ich auch an gewünschter Stelle alternativ einen Rechtsklick machen und mit Artikulation einfügen, Mute wählen. Ist
ist der Haken bei Hier aktiv, wird der Befehl genau an der Stelle eingefügt, wo ich einen Rechtsklick gemacht habe. Beim Jetztzeitmarker wird es bei der Position des Abspielkopfes eingefügt. Und wie wir es auch in der Pianorolle gewohnt sind, kann ich die Artikulation wie Clips mit Linksklick und Ziehen verschieben, mit Linksklick und Ziehen an den Rändern stauchen oder stretchen oder mit dabei gedrückter STRG-Taste kann ich ein solches Event duplizieren. Nach gesetzten Spielanleitungen hört sich der Bass nun so an. Wenn ihr damit zufrieden seid, exportiert euch diese Map über die Exportfunktion in euren Standard Cakewalk Articulation Map Ordner. Ist der hier. Dann habt ihr bei zukünftigen Projekten hier oben diese auch mit drin, zusätzlich zu all den Artikulationen, die Cakewalk schon mit sich bringt. Und mittels Fusionskarte, die ihr euch jetzt vorstellen müsst, erkläre ich euch globale Maps und die Nerd-Funktion MIDI-Datenmanipulation. Ich habe hier dieses schicke Piano, das lasse ich mal eine Melodie spielen. Da würde ich es gern transponieren, und zwar genau hier. Würde ich jetzt normalerweise markieren und dann transponieren. Dann ist es aber jetzt in einer Tonart, mit der ich überhaupt nicht gern arbeite. Zu viele schwarze Tasten. Und deswegen globale Maps. Dazu machen wir einen Doppelklick auf MIDI Transforms. Dadurch rutscht die in unsere Projektmaps. Dadurch haben wir jetzt eine Menge an neuen Einträgen und in der Gruppe Pitch finden wir den Eintrag plus 1. Klicken wir auf OK und hören einfach mal, was passiert. Da steht oben nichts drin und das ist auch nicht notwendig, denn dieses Mal wollen wir kein Event auslösen, sondern vorhandene Events abändern. Das passiert dann in diesem Fenster. Da habe ich drei Zeilen. Zeile 1. Was soll ich umwandeln? Bei mir Noten. So werden alle Events beachtet, die die Eigenschaft Note haben. Ansonsten könnt ihr hier die Auswahl auf bestimmte Kanäle, Noten und Anschlag eingrenzen. So als Beispiel möchte ich nur, dass die Noten mit einer Anschlagstärke von 0 bis 120 beachtet werden. Traue ich, dass ein Euspass 121 oder höher ist, wird dabei ignoriert. Bei Out gebt ihr an, wie die Daten beim Ausgang geändert werden soll. Zeige ich euch auch gleich an einem anderen Beispiel. In diesem Fall ändert sich aber nichts. Noch nicht. Das passiert erst in Zeile 3 bei Offset. Bei Kanal steht 0 drin, da passiert nichts. Bei Key jedoch steht eine 1 drin und damit werden alle Noten um einen Halbton nach oben transponiert. Und das ist nur eine der vielen Möglichkeiten. Mit Add Octave Up zum Beispiel wird mit dem Eintrag New Note bei Out die vorhandene Note nicht ersetzt, sondern es wird eine Note hinzugefügt und zwar um 12 Halbtöne nach oben versetzt, also oktaviert. Will ich keine Note lauter als 20, kann ich das ganz easy einschränken. Ihr könnt aber auch mit Offset bei der Anschlagstärke alles mit Minuswerten sanfter spielen lassen. Die Spieldynamik bleibt dabei erhalten. Und das Schöne dabei, alles ist wieder mal nicht destruktiv. Und da gibt's nicht nur so manipulatives Zeug. Da, guck mal, eine richtig fette Akkordpalette.
Damit lassen sich ganz fix Akkordfolgen erstellen. Für den letzten Feinschliff könnt ihr es dann jederzeit in MIDI-Noten umwandeln. Und hier gibt's übrigens noch mehr Cakewalk von mir. Ich sag mal wieder vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis dahin Bussi aufs Bauchi-Bärli und Servus.